Hallo Leute, willkommen bei Costume Quest. Und falls ihr euch jetzt wundert, was ist das denn jetzt für eine Ansicht? Ja, das hat was mit der Kameraperspektive zu tun. Kurz erklärt, das da ist anscheinend das obere Stockwerk. Und wenn man das Spiel startet, ich habe es zumindest jetzt gerade herausgefunden, sieht man komischerweise das hier. Das ist ein kleiner Kamerabug, wenn man sozusagen will. Aber das lässt sich ganz leicht beheben. Man muss einfach nur die Treppe runter und dann ist es wieder behoben. Ja, also, willkommen zu Costume Quest Folge 12 sogar schon. Ja, das geht schnell voran, nicht wahr? Und ja, lustigerweise, man kann zwar hier abspeichern in dem Spiel, das habe ich eigentlich vorher, sehe ich ja schon früher merken müssen. Ja, dich kennen wir ja schon. Du willst eine Karte haben, die. Was war's nochmal? Zimthirn, genau. Lecker Zimthirn. Zimt-Challenge. Genau. Erinnert sich doch jemand noch daran? Ach ja, Internet-Trends. Ja. Stimmt, ja. Man kann zwar abspeichern in dem Spiel hier, aber solche Dinge wie diese ganzen Süßigkeiten, die hier verteilt sind in der Umgebung, die werden komischerweise nicht abgespeichert. Na gut. Ja, ach ja, in der letzten Folge haben wir geredet über was war es? Ach ja, Kinder des Zorns. Aber eigentlich müsste es Kinder des Korns heißen. Ja. Der einzige Film, wo sie keinen Spruch von Stephen King auf die Verpackung schreiben könnten, vorne drauf. Außer vielleicht denjenigen von wegen, das Schlimmste, was je aus einer meiner Geschichten geworden ist. Ja. Wie hat er die Leute bezeichnet, die den Film gemacht haben? Als Kannibalen, genau. Die seine Geschichte nehmen oder seine Ideen nehmen und da ausschlachten. Naja, der Film nimmt sich leider nicht so nah an der Kurzgeschichte dran. Kürbis Panorama. Süßes samt gibt's Saures. Oh, und den 50 Rabattgutschein gibt es auch noch dazu. Cool. Sammelt ihr Payback-Punkte? Ja. Und gleich wieder zu. Okay. Ja, lustig. Kostüme, Halloween-Geschichten. Warte mal. Muss ich jetzt auch das mit den Apfeltauchen jetzt nochmal machen? Na, viel zu gefährlich. Ja, okay, gut. Seine blaue Farbe, die haben wir ja. Nee, Quatsch, blau. Quatsch, blau. Es war orange natürlich, war ja Kürbiskostüm, nicht wahr? Wobei ich nicht erkennen kann, was das jetzt ist an der dritten, zweiten Quatsch, an der dritten Stelle. Ja, und Kostüme. Erinnert ihr euch noch, was ihr zu Fasching, das hat man ja damals, als das noch cool war, wo man sich noch in diesen, was weiß ich, in Sporthallen vom Verein oder der Stadt oder Dorf, je nachdem, getroffen hat, um dann da rumzublödeln oder rumzutanzen. An großen Tischen sitzen die Eltern und paffen oder trinken und labern. Und währenddessen läuft so Klassiker wie Klingeling, Klingeling, so, jetzt kommt der Eiermann. Ach ja, und ja, muss hier noch ein paar Sachen hier richtig stellen. Ja, ich habe schon erkannt, dass der Typ hier nicht Alex aus Clockwork Orange darstellen soll, sondern wohl eher Michael Jackson. Da kennt man, glaube ich, am Hut. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, okay. Müssen wir mit den Leuten hier mal reden. Hallo. Oh, Herr Mendoza. Hallo. Sprich mit den Ansager auf der Bühne, wenn du an Kostümwettbewerb teilnehmen möchtest. Ach, das haben wir jetzt ja. Das hat uns ja die Verkäuferin in der letzten Folge schon erzählt. Ist er oder sie das hier, der Ansager? Na, ich denke mal, wir sollten aber erstmal hier ein paar Süßigkeiten sammeln. Wie kommen wir an diesen Sarg ran? Ah, komm. Was haben die Piratenkinder eigentlich damit auf sich? Warum wollen die nicht, dass wir hier vorbeikommen? Tut mir leid, aber ein gruseliges Monster hat mir gesagt, dass ich hier stehen und alle Kinder in der Spielhalle schicken soll. Ich meine, nein, kein Monster, nur eine normale Person. Was? Gitte geht zur Spielhalle. Ja, ich glaube, ich habe verstanden, dass wir zur Spielhalle gehen sollen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, das wichtigste, größte Kostüm, was wir gemacht haben, war Trick or Treat. Was ich getragen habe. Oh, das läuft ja richtig gut. Das läuft richtig gut. Das anspruchsvollste Kostüm, das ich getragen habe, das muss doch schon recht spät gewesen sein, so mit 12. Ich glaube, so mit 12 herum. Also die Zeit, wo man schon so langsam so, sag ich, so denkt: Okay, Fasching ist jetzt nicht mehr ganz so cool. Ach ja, die Liebestränke, Hexe, ja, genau. Das war, glaube ich, dann so dieses Skelettkostüm, das in einer Ausgabe vom. Ach, hier ist das. Ach so, hier sieht's aus. Okay, mit Ian haben wir ja schon gemacht. Gehen wir protestieren.
Moment mal, wir haben doch der Apfeltauch in der letzten Folge gemacht. Wurde das einfach auch nicht gespeichert? Hm. Ich glaube, das hätten sie wohl ändern müssen. Ah, rote Äpfel zählen als 2. Oder grüne Äpfel zählen als 3. Cool. Aha. Ach so, weil grüne Äpfel sind nicht so beliebt, deswegen machen sie, kosten sie gleich 3 Punkte, was? Weil ist ja die Logik, nicht wahr, ne? Ah, grüne Äpfel, die sind bitter. Rote Äpfel, die sind süß. Ups. Lech. Moment mal, wir haben schon übergezogen. Sieg. Ach so, man kann es einfach nur so spielen. Kriegt man dann noch überhaupt noch was? Wow, das ist eine Leistung für die Rekordbücher. Ich kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Ach so, man kann es einfach nur so spielen, aber man kriegt nichts mehr dafür. Oh, ist okay. Dann kann man ja ein bisschen seine Geistesgeschicklichkeit üben. Ja, ich wette, na gut, das ist jetzt Mitte 90er gewesen. Ich glaube, da erinnert sich jetzt keiner dran. Ach so, apropos noch erinnern. Ich wollte ja noch bei den Kostümen mal die neue Kampfkarte hinzufügen, die wir bekommen haben. Ach nee, stimmt, das machen wir ja hier. So, war das nochmal. Wir haben das Kostüm ausgewählt. So. Okay, warte mal, so. So, ja. Kostüm ausgewählt, Partner gewählt, Partner hat, oder, hat sein Laser-Roboter-Kostüm an, das wir in der letzten Folge bekommen haben, oder in der letzten Folge, ja genau. Nein, das wurde zum Glück nicht okay, es wurde doch abgespeichert, den haben wir in der letzten Folge ja Trick or Treated. Und warum rennen hier diese Trollbox herum? Wobei hier Menschen noch nur rum nebenstehen, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, dieses Mitte 90er in den Mickey Mouse Magazin gezeigte mit so einem Tutorial Skelettkostüm. Das war eigentlich recht, ja, das war eigentlich relativ, relativ aufwendig, wenn ich mich erinnere. Warte mal, können wir es vielleicht jetzt schon eins kaufen? Ja, und ich habe auch schon erkannt, dass das hier der, dass das hier ihr Vater ist von Sadie. Der ist Geschäft hier führt. Oh, okay. Ist das überhaupt, ist das erlaubt? Darf man ein Geschäft innerhalb des Geschäfts? Naja, gut. So, was haben wir denn noch offen? 750. Hey, das können wir uns ja alles noch leisten. Ja, okay, dann holen wir uns erst den Kiefer des Wolfes. Und das Toilettenpapier. So. Da ist zwar unsere große Papptüte dann praktisch gesehen leer, aber... Naja, wir können ja die ganzen Süßigkeiten nicht noch sammeln. So, was hast du noch zu erzählen? Sprich mit den Ansager Kostümwettbewerb. Ich glaube, das Spiel will, dass wir bei einem Kostümwettbewerb mitmachen. So, ja, und ich habe jetzt schon erkannt, wir müssen hier die Kampfkarte einsetzen. So, dann machen wir doch mal am besten hier einfach mal die... So, bei Ihnen statt das, das Dann-Eier-Pampe ins Gesicht. So. Vielleicht kommen wir da ran, wenn wir den Kostümwettbewerb gewonnen haben. Hm. So, und dann haben wir ein bisschen Zeit abkürzen. Hm. Und da musste man, glaube ich, dann auch neben der Skelettschminke dann auch so ein Kostüm nähen mit so Skelettknochen. Und wir haben, ich bin nicht sicher, ich weiß es sogar. Ich habe sogar noch das Skelettkostüm bzw. das Shirt mit dem Knochenaufdruck aufgenähten noch im Schrank liegen. Ja, ist interessant. So, was ist hier? Jetzt wird's. Was ist das? Electric Boogaloo? Nein, das kann ich gar nicht richtig lesen. Electric Bagel Land. Okay, wenn man dann in den Bagel beißt, kriegt man einen Elektroschlag? Elektroschock natürlich. Ha! Ich wusste es! Für immer! Geil, dann können wir ja gleich mal hier die, Go, go, Power Rangers! Da können wir ja gleich dann hier den, Giftkampfkarten-Trick einsetzen. So, okay. Ein normaler Schläger und ein Grenadier. Ach ja, da kann er mit einem Granatwerfer uns ballern. So. Aha. Ja, wenn ich eins weiß, wo die, wo eine Taste ist bei einem Xbox-Controller, dann ist es natürlich die Y-Taste, weil Blockenkaste. Klick, 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 klick. Ja, kennt man ja. Boom. Ah, so vergiften wir sie also. Ja, was mich bei dem Spiel stört, ist eben, dass die Leute, die wir spielen, relativ wenig Erfahrung haben, dass sie eigentlich relativ wenig vertragen, beziehungsweise Lebenspunkte haben. Naja,
Ah, das ändert sich dann wahrscheinlich noch. So, gehen wir gleich direkt auf den Corona. Die oder gehen wir auf den Schwächeren? Wie ein großer YouTuber ja mal gesagt hat in einer letzten Folge, die ich genannt habe, sollen wir immer auf den Großen gehen, weil dann rennen die anderen Kleinen ja weg, angeblich. Tja. So, Oh, die sind sogar ein Level über uns. So. Und. Ah! X, A, Y, A, B, Y, X. A, B, Y, X. Ja. Sehr hübsch. Obwohl, ich sollte lieber mal ihn hier vergiften. Ah. So. So, und dann nochmal der Raketenhagel, der trifft ja alle. Ja. Und ist auch angenehm kurz. So, und dann nochmal Meteoritenhagel hinterher. Warte mal, ist der auch vergiftet? Mal schauen. Ah ja, apropos Horrorfilme und, ach, ist eh ausgewichen. Apropos Horrorfilme und jetzt ins Index. Ja, ich habe den auch wieder einen Fehler, den ich noch berichtigen muss aus der letzten Folge. Es war nicht Linda Blair aus Kinder des Zorns. Es war... knapp davor. Es war nicht Linda Blair aus Kinder des Zorns. Es war Linda Hamilton natürlich. Aus Terminator 1 und 2. Pickel. Mh, die knacken so schön. Ja. Mach hier ein, zwei Kämpfe und so weiter und schon haben wir hier die Folge schon wieder voll. So, kämpfen wir noch gegen den hier. Oh, so. Monster Mummy. Yeah. Genau, da machen wir nochmal 12 Schaden extra am Anfang. Ist zwar nicht die Welt, aber hey. So. Ja, und wegen apropos Horrorfilm. Man hat es vielleicht nicht so gemerkt, aber ich bin ja so ein kleiner Fan von Lovecraft, also seinen Büchern. Wobei ich bei den Büchern, beziehungsweise den Kurzgeschichten, ist so das Problem, ne? Wenn man sich ein paar gesammelt hat und auch ein paar von seinen Kumpels, beziehungsweise seinen Nachmachern so gesammelt hat. Es gibt ja also diesen Kurzgeschichten sehr, sehr viele davon. So viele Geschichten hat er jetzt nicht geschrieben in seinen 47 Jahren, die er noch hatte. Es war ja wahrscheinlich auch das Problem, dass er da auch... Blödmann. Das Problem war ja auch, dass er auch also nicht auf die Schreibmaschine, sondern mit auf dem Notizblock geschrieben hat. Zumindest auf das, was ich da gelesen habe. Das Problem ist eben da, dass man dann teilweise dann nicht mehr weiß, was ist jetzt Lovecraft und was ist jetzt hier von seinen Nachmachern, die einfach nur seinen Stil kopiert haben oder seine, wie sagt man, seine Textblassagen oder wie kann man sagen, seine Art. Ja, die Art zu schreiben. Genau. So, okay. Ja. Oh, yeah. So, und den vergiften wir jetzt nochmal extra. Ah. Ich habe echt ein Timing wie eine Schnecke. Oh, ja. Ich habe es ja schon gesagt. Unser Weltraumheld, der hält nicht viel aus. Ja, ach so, wo ich eigentlich zukommen wollte. Ja, in der letzten, ja gut, der letzten Ausgabe, es ist jetzt schon wieder Oktober letztes Jahres. Letzten Jahres. Und weg ist er. Und ein klassischer Lebkuchen. Ja, nicht schlecht. Ja, Oktober letzten Jahres in der Ausgabe 73 des Virus-Magazins. Das einzige Magazin, das 6,66 Euro kostet. Wo könnte das wohl sein? Ja gut, der Markt ist ja jetzt hierzulande ein Horror-Magazin. Jetzt eher sich so voll. Ich meine, was gibt's denn da? Da gibt es hier Deadline, was früher mal Gory News war. Dieses Magazin, was nur zweimal im Jahr rauskam, aber dafür irgendwie 350 Seiten dick war mit ganz vielen Stories über Reviews und Reporten über meistens Indexfilme oder Amateursblätter und all solche Geschichten. Dafür aber auch nur schwarz-weiß. Ja, ich weiß. Ich habe schon verstanden. Aber dass er dann eben jetzt so Deadline geworden ist und jetzt offiziell ist, was ja nicht so schlimm ist, aber leider das Problem, dass sie eben jetzt nur noch geprüfte FSK-Geschichten nur noch bringen können, was natürlich ein bisschen doof ist, aber naja, dafür kommt es eben nicht nur zweimal im Jahr. Und ja, noch dieses X-Rated-Magazin, so viel ich weiß. Und dann gab es eben noch ganz viele kleinere Magazine, von denen es nur zwei, drei Ausgaben gab und dann sind sie weg gewesen. Naja. X-Rated-Magazin, das Magazin eines Labels, wo man sich natürlich nicht wundern muss, dass dann Reviews drinstehen über deren Filme, die dann total positiv sind oder in irgendwelchen, in solchen Filmen wie
Achtung, jetzt kommt's. Vegetarierin zur Fleischeslust gezwungen, Part 2. Irgendeinen tieferen Sinn herausschreiben lassen, von wegen Pathos, nee, von wegen, dass der die Waffe, die der Killer, mit denen er die Frauen, die nackten Frauen da tötet, mit die Pistole, dass das ein Symbol des von Tantaros und, wie war das nochmal? Ah, oh, dieses altgriechische, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? Thanatos und Tartos und Leben und Lieben und bla und von wegen Phallus-Symbol und tiefere Bedeutung und so weiter. Und, naja, das ist irgendwie schon unfreiwillig komisch gewesen, aber naja, gut, so auf den Schamane, der nicht wieder bockt die, wie heißt das? Nicht bockt, wie heißt das? Bufft die Leute? Oh, yeah. Und schon über die Hälfte weg, so. Ach, knapp verfehlt ist auch dabei. Vorbei. Ach, das hat schon gereicht. Na, was holst du raus? Und ja, in dieser einen Ausgabe von letzten Jahr, die 33, wie ist das? Da ist ein schönes Special zu den Filmen, oder das heißt Lovecraft inspiriert. Das ist ja meistens eher so, weil das ist ja eben das Problem an die Filme, der Geschichten, die sind ja eben, ist eben mehr... Man sieht ja nicht das, was er da beschreibt, oder es lässt sich schwer beschreiben, und die meisten Geschichten spielen 1920 bis 1930, was heutzutage ja noch schwieriger ist, vor allem für kleinere Leute, nicht wahr? Aber ja, das ist ganz interessant, auch wenn da eben nur 7-8 Seiten sind und da eben die Filme nur in 3-4 Sätzen angesprochen werden, aber es sind ja auch 50 Jahrzehnte, nicht wahr? 50 Jahrzehnte, Quatsch! 5 Jahrzehnte. Vom 50er bis heute. So, was nehmen wir denn? So. Bam! Oh ja! Buja! So, den vergiften lieber noch. Und. Sehr hübsch. So, jetzt muss ich wahrscheinlich blocken. Aber trotzdem, naja, es reicht noch. Nein, Everett, nein! Ach, das reicht schon. Schon über die Hälfte weg. Oh, ja, immer diese Sch und bei mir. Ich muss da echt mal ein bisschen lockerer werden. So. Yeah. Und weg. Was haben wir denn da? Giftschlamm. Lecker. Er lässt dich leuchten im Dunkeln und verzögert deine Lebenserwartung um ein paar Jahre, so 10, 20 Jahre. Aber hey, Hauptsache es schmeckt gut. Nicht wahr? Giftschlamm. Da muss ich wieder an diese alten, da muss ich an Captain Planet Spielzeugen denken. Mit Schleim. Mit Grubby McGee. Grubby-Schleim, oder wie auch immer der Typ heißt. Dieser dicke Typ da mit dem Jumpsuit. Ja, ja. Was ist eigentlich immer mit Schleim? Warum stehen warum stehen Kinder oder Jungs immer bei Spielzeugen immer so auf diesen grünen Glibberschleim irgendwas? Hat wahrscheinlich vielleicht eine tiefere Bedeutung. Okay. Okay, Leute, wir sind jetzt schon bei, sind jetzt schon wieder bei 18 Minuten. Oh, gut. Naja. Ja, okay, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich mache jetzt schnell noch einen Thumbnail-Filter und fertig und lade die Folge hoch. Es ist wieder ein bisschen spät geworden, das tut mir leid. Und tut mir auch leid, dass ich Linda Blair aus Exorzist, das einzige neben Exorzist 2. Ich bin Pazuzu. Ich bin Linda Blair und trage kein BH. Ja, ja, ich glaube, da haben sie doch ein bisschen Kalkül gemacht. Und James Earl Darth Vader Jones ist ein afrikanischer Schamanpriester, der ein Heuschreckenkostüm trägt, und merkwürdig, der Film, ja, der zweite Exorzist, ja, mit Linda Hamilton verwechselt habe, tut mir auch leid, ja, das kann in Eifer des Gefechts schon mal passieren. Okay, Leute, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Costume Quest, und dann geht es weiter mit den Kostümwettbewerb. Wir sehen, ob wir den gewinnen, nicht wahr? Es sind ja nur noch eine Welt, die danach dann kommt. Ja, das Spiel ist relativ kurz. Naja, es war ja auch der erste Teil, da muss man natürlich erstmal ein bisschen antesten und so weiter. Naja gut, also bis zur nächsten Folge, und ja, sucht nach der Virus-Ausgabe Nummer 73 und guckt euch mal an, was es da alles so gab in der Zeit von Lovecraft. Da sind auch ein paar Filme drin, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte oder von denen man dachte, ach, die kenne ich ja überhaupt gar nicht. Also bis dann. Ciao.